Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Animal Crossing New Horizons. Ich habe zur letzten Folge sehr, sehr viel an meiner Insel gebaut, aber das ist heute nicht Thema, denn heute ist auch das Angelturnier, weswegen leider auch der KKs leider gestern da war, weswegen der Samstagstream jetzt auf Freitag verlegt worden ist, also nicht wundern, wenn jetzt heute, ich weiß nicht, ob dieses Video heute rauskommt, wahrscheinlich nicht, aber halt schon gestern war. Hey, hallo liebe Bewohner, es ist Samstag. Unglaublich, heute findet das erste Angelturnier hier auf Dizzymania statt. Das Turnier läuft leider nur bis 18 Uhr, was mega dumm ist. Und es ist jetzt nämlich schon 3 Uhr. Aber um 4:30 grillen wir, weil meine Oma heute Geburtstag hat. Und nein, ich gehe natürlich nicht zu meiner Oma, sondern, also die wohnt nebenan. Und die haben eine Terrasse, wir haben eine Terrasse. Und dann kommt der Grill in die Mitte. Und dann sitzt jeder auf seiner Terrasse. So feiern wir den Geburtstag. Das ist ein bisschen sad. Aber so ist das halt in Zeiten des Coronas, nicht wahr? Ach, lass mich in Ruhe, ich habe keine Zeit. Nap, bitte lass mich in Ruhe. Oh, ganz schön viel Geld verdient. Und wieso macht... Wie heißt du nochmal? Hallo. Silke, genau. Was hast du für einen komischen Hut auf? Das ist ein Anglerhut. Jetzt verstehe ich. Ja, ich zeige euch später, was ich hier gemacht habe. Beziehungsweise werden wir hier gleich ein bisschen angeln. Aber wir müssen jetzt erstmal zu dem Angelfutzi hingehen. Wir sind hier echt alle schon am Angeln, ne? Und haben alle so einen Anglerhut. Hallo, wer bist du denn? Der Lomius. Ist da auch ein Wortwitz drin? Weil bei Osterhase habe ich es erst nicht verstanden. Lomius. Lomois. Lomio. Heißt irgendein Fisch so? Ah, denk nach, Dizzy, denk nach. Hat dieser Name irgendein Wortwitz inne? Ich glaube nicht, vielleicht andersrum. Suimol. Symol. Ich sehe keinen Wortwitz. Verdammt. Yo, yo, yo. Wer ist bereit zum Angeln? Lomius, der netzbekannte Angelguru, ist auf jeden Fall. Und hoffentlich auch du, wer auch immer du bist. Ich bibbere hier das große Angelturnier aus. Ist das ein Biber? Und deswegen bibbern? Das wäre schon mal witzig. Ich muss hier mehr auf Wortwitze achten. Bei Nintendo ist das wichtig. Und du kannst es sicher kaum erwarten, auszuwerfen. Wann es losgeht, du kannst sofort loslegen. Bis 18 Uhr läuft das Turnier noch. Also nichts wie los. Die Regeln des Angelturniers sind leicht. Auch Wortwitz. Witzig. Leicht. Fange innerhalb von 3 Minuten so viel wie möglich. Je nach Erfolg ziehst du dir damit mehr oder weniger Punkte an Land. Ja, und die kann man eintauschen für tolle Sachen, wie zum Beispiel eine Kühlbox. Geile Sache. Lass mich bitte... Ja, ich mach mit. Alles klar. Genau, wir haben jetzt 3 Minuten Zeit, um Fische zu angeln. Für die ersten 3 Fische... Oh mein Gott, warte kurz, wo ist meine Angel? Für die ersten 3 Fische gibt es jeweils einen Punkt, so wie ich das verstanden habe. Und für jeden weiteren Fisch, den man dann fängt, gibt es 2 Zusatzpunkte. Das heißt, ab dem 4. Fisch... Oh mein Gott, wieso sind hier keine Fische? Wieso ist der erst da hinten? Ah, ich kann hier überhaupt nichts machen. Ab dem 4. Fisch... Oh Gott, ich habe meine Insel ganz schlecht gemacht. Kriegt man dann auf jeden Fall 3 Punkte pro Fisch, den man angelt. Ich glaube, ich gehe einfach ans Meer, das ist einfacher. Guck, da ist unser erster Fisch. Oh Gott. Okay, das wird die krasseste Folge aller Zeiten. Es gibt ja sogar eine Errungenschaft, wo man 100 Fische nacheinander fangen muss, ohne dass einer entwischt. Und ich glaube, das zählt schon als entwischt, wenn man die Rute schon zu schnell rauspackt. Wieso geht die Zeit weiter, während ich den Fisch angucke? Unfair. Genau, und ich glaube, mein Rekord ist da gerade bei 54 Fischen oder sowas. 100 Fische hinzubekommen, ist schon echt eine Hausnummer. Aber ich glaube, dafür gibt es sogar richtig viele Meilen. Dann bestimmt 3000 oder so. Oh. Ja, du bist auch meiner. Alles meins. Ein Seebarsch. Oh man. Ich habe mir auch schon angeguckt, was es so gibt für diese Punkte. Und rein theopraktisch müsste man 1500 Punkte sich holen für den Fischstab. Aber 1500 Punkte, das wird bedeuten, dass wenn man für jeden Fisch... 3 Punkte bekommt, also ab jeden 4. kriegt man ja 3 Punkte, dass man dann trotzdem 500 Fische einfach fangen muss. Habe ich das gerade richtig gerechnet? Nee. Warte mal. Doch, 500. Oh, ein neuer, ein Schnabelbarsch. 500 mal 3 Punkte sind 1500. Ja, das macht Sinn. Hey, das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann doch nicht 500 Fische fangen an einem Tag. Nee, oder? Keine Ahnung. Ich habe mich jetzt auch nicht so richtig da reingelesen. Und der Jay wird jetzt auch wieder sagen, ey, du hast dir wieder alles vorgenommen. Du kannst doch nicht alles im Internet lesen. Ist doch voll lame, lass das doch einfach auf dich zukommen. Aber nein, ich muss auch wissen, was ich hier mache und was mein Ziel ist. Kann ich bitte noch einen Fisch bekommen, damit ich zumindest einmal Zusatzpunkte bekomme? Oh Gott, dieser Stress mit dieser Uhrzeit.
Ich habe, by the way, mir auch schon eine Stopwatch gekauft. In einer anderen City gab es die einfach. Heißt, ich könnte jetzt auch meine eigene Angelturniere hier stattfinden lassen, wenn mal irgendwelche Leute da sind. Da ein kleiner Fisch, der ist bestimmt einfacher zu fangen. Bitte, kommen Sie. Kommen Sie ran, kommen Sie ran. Ich habe für jeden ein bisschen Zeug. Oh, ich weiß, ich habe gleich noch eine richtig geile Idee. Ich habe nämlich richtig viele von diesen Teppichmuscheln. Und wenn man... Die kann man ja umändern. Zu Fischködern. Und dann kommen dann nämlich die ganze Zeit irgendwelche Fische. Kann ich noch einen Fisch bitte bekommen? Und so könnte man dann ja richtig viele Fische einfach schnappen. Oh nö, Charlie. Charlie, du hast mir alle Fische weggefischt. Verdammt. Vier Fische nur. Jo, wie ist es gelaufen? Hast du die Gewässer leer geräumt? Alles, was du in deiner Runde des Turniers an Land ziehst, landet in der Kühlbox. Sieh mal nach. Ach, und solltest du nicht wissen, was du mit deinen Fischen anstellen sollst? Ich kaufe alles. Aber lass uns erst einmal ansehen, wie du in der letzten Runde so abgeschnitten hast. Du hast vier Fische gefangen. Oh. Da es mindestens drei sind, kommt ein Bonus oben drauf. Bäm, 6 Punkte für dich. Genau, 3 Punkte für die ersten drei und nochmal 3 Punkte für den vierten Fisch. Selfie Time! Wie süß ist das denn? Das muss ich speichern. Selfie Time. Die wandern dann direkt in deinen Punktevorrat. Wenn du genug Punkte im Netz hast, kannst du sie gegen hochwertige Souvenirs einlösen. Nicht vergessen. Ja, zeigst du mir auch, was es da so gibt? Jojojo, hast du mal einen Blick in deine Kühlbox riskiert? Wenn's aus dem Wasser kommt, kaufe ich alles. Kühlbox? Alles verkauft. Nee, warte, da war ein Fisch bei, den ich noch nicht hatte. Das heißt, hier sind meine Fische drin, ja? Ich glaube nämlich, dieser Schnabelbarsch, den hatte ich noch nicht. Den behalte ich. Lol. Dieser komische Barsch ist sogar richtig viel wert. Und ich glaube, beim Lomeus, der ist so wie Carlson, das heißt, der kauft die Fische für 150% an. Kann man also richtig viel Geld heute machen. Aber ich würde gerne meine Punkte noch eintauschen. Wo geht denn das? Wo ist hier der Punkte-Eintausch-Service, hä? Hier, Punkte eintauschen. Mal sehen, du hast jetzt 6 Punkte. Du musst mindestens 10 haben, sonst gibt es keine Souvenirs für dich. Ah, toll. Und man braucht wirklich 1500 für diesen blöden Stab. Das kann ich ja nicht mal schaffen, selbst wenn ich jetzt den ganzen Tag angeln würde. Und ich habe gar keine Zeit, den ganzen Tag zu angeln. Aber, Silke! Mann! Silke, hau doch mal ab jetzt da! Ich kann dir nicht rüberhüpfen! Oh mein Gott! Silke manipuliert mein Angelturnier. Nein, ich habe nur noch 5 Köder. Ich dachte, ich hätte viel mehr. Ich habe die irgendwann schon mal alle eingesetzt. Oh no! Aber 5 Köder sind besser als gar keine Köder. Und ich glaube, ich sollte mir auch noch eine Angel herstellen, weil sonst geht die gleich kaputt. Und eine kaputte Angel bei Angelturnier wäre wie ein Heißluftballon ohne heiße Luft oder so. Ganz bestimmt. Ich würde gerne noch einmal mitmachen. Wie gebongt. Was? Das kostet jetzt 500 Sternis? Na gut. Das erste Mal ist umsonst, ja? Lass rüber schwappen. Ich mag den Lomeus, der ist witzig. Ja. Okay, kriegen wir hin. 3 Fische, easy game. Auf die Plätze, fertig, los. Alles klar, I'm ready. Ich bin der beste Angler aller Zeiten. Das wird die Folge für die Nicole sein, weil die liebt das Angeln in Animal Crossing. Hier ist aber einfach... Da. Charlie, hau ab. Ein Fisch. Ich brauche ihn. Zack. So, wir kriegen auf jeden Fall die 10 Punkte hin. Man braucht mindestens 100 Punkte, habe ich mir schon durchgelesen, für einen Bronzeabzeichen, 200 Punkte für einen Silberabzeichen und insgesamt 300 Punkte für ein Goldabzeichen. Also das möchte ich heute auf jeden Fall mindestens machen. Und wir nutzen jetzt ein paar Köder. Denn Köder bringen, dass immer ein Fisch kommt. Ja. Ich glaube, ich werde heute auch weniger schneiden als sonst. Einfach weil ich heute keine Zeit habe. Und ich die Folge trotzdem ein bisschen länger haben möchte. Nein! Fuck. Warum ist Angeln so schwer? Oh Mann, da ist jetzt auch... Da ist jetzt, glaube ich, die Strähne jetzt auch abgerissen. Oh Gott, und der greift einfach sofort zu. Läuft bei dir, du komischer Barsch. Sind die jetzt eigentlich in meiner Tasche drin? Nee. Die wandern alle sofort zu dem Typen hin. Aber Angeln ist schon witzig. Die Sache ist halt, ich hab ja zum April hin, also am Ende März, wollte ich noch die ganzen Fische fangen, die es ab April nicht mehr gibt. Habe ich leider nicht bekommen, weil ich diesen blöden Stör nicht bekommen habe. Aber ja, da habe ich so viel geangelt, dass ich eigentlich... Ich hatte jetzt wirklich 2 Wochen gar keinen Bock mehr zu angeln, aber jetzt geht das schon wieder. Vor allem, wenn da so ein schönes Angelturnier ist. Ist auch eigentlich eine ganz tolle Beschäftigung. Auch wenn es anstrengend ist. Oh, der ist auch neu, oder? Ein Sonnenbarsch? Sagt er jetzt nicht mehr Oho, wenn da irgendwas Neues ist? Ich glaube nicht bei diesen gestreiften Dingen, das ich da gehabt hat. Hat er auch nichts gesagt.
Merkwürdig. Weil sonst sagt er bei Fischen immer, oho, das ist ja irgendwas anderes. Das ist dann immer ein schöner Indikator. Ey, der ist, glaube ich, auch neu. Ein Guppi. Hä, er sagt das wirklich nicht mehr. Man muss das einfach im Kopf wissen. Ich hatte hundertprozentig noch kein Guppi bisher. Da, komm her, du kleiner Fisch. Aber das war eine gute Idee. Mit den Ködern. Ich glaube, ich werde dann gleich nochmal ein paar Taschenmuscheln holen. Damit ihr hier auch noch ein bisschen Infotainment habt. Damit ihr coole Tricks habt. Auch wenn dieses Video sowieso zu spät kommt. Also nach 18 Uhr wird es sowieso kommen. Aber für das nächste Angelturnier, Leute. Für das nächste. La 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 la. Da ist noch ein Fisch. Das wird meine Runde. Also, nein, come on. Wenn das nicht meine Runde ist, dann weiß ich auch nicht. Ein blinder Kackfisch. Scheiße, scheiße, ich habe doch nur noch 20 Sekunden. Bitte. Ja, du siehst es. Du bist ein guter Fisch. Du bist ein fantastischer Fisch. Du bist ein sehr großer Fisch. Das ist der Flunder. Immerhin 7. Ja, noch einen werden wir nicht bekommen. Schnell zurück. 7 Fische. Ja, er freut sich. 7 Fische. Ja, ja, da kriegst du für 3 Bonus, also 9 Punkte nur. Das kann ja ewig dauern. Jetzt habe ich 15, ne? Aber den Sonnenbarsch muss ich selbst behalten und den Guppi auch. Ich glaube nämlich, das sind neue Fische. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass ich noch kein Wasserei bekommen habe, weil das Event läuft ja immer noch mit dem Osterhasen. Ist auch ein bisschen dumm, ne? Dass das Osterhasen-Event gleichzeitig ist mit dem Angelturnier. Ein Superheldenhelm. Kann ich leider gerade nicht anziehen. Und ich glaube, ich habe den auch schon, oder? Ja. Obwohl? Ne, ich glaube nicht so einen. Der sieht cool aus. Danke. Ich gucke einmal ganz kurz nach, ob ich die Fische jetzt tatsächlich noch nicht hatte. Oder was hier abgeht. Ob die tatsächlich diesen Indikator weggenommen haben beim Angelturnier. Dass man schon mal die Fische hat oder nicht. Ne, guck, ich hatte die 3 nicht. Das ist ja super dumm, dass die den Indikator weggenommen haben. Was haben denn eigentlich unsere Leute hier noch so zu reden? Er scheint mir heute verschmähen alle Fische mein Köder. Ja, da hinten ist der doch. Ich glaube, dir fehlt eher die Lunte da vorne. Wenn ich darauf warte, dass ein Fisch anbeißt, werde ich langsam eins mit der Natur. Was für ein erhabenes Gefühl. Und du? Diese ganzen Eichhörnchen hier. Hätte ich letzte Nacht lieber mal an meinen coolen Angelpose gefeilt, anstatt um die Häuser zu ziehen. Ja, voll die Partymaus, die Nadine. Das ist richtig schön, dass sie alle mal draußen sind hier. Ja, die angeln in ihren eigenen Teich hier drin. Na, Rudolf? Jetzt kann wirklich mal einer beißen. Ich gehe doch nicht ohne Fang nach Hause. Ich mag den Rudolf. Die Pia hat sich am besten angezogen, meiner Meinung nach. Ey, ihr Fischis, bald bin ich echt krass berühmt. Jetzt könnt ihr noch schnell ein Selfie mit mir machen. Das sind die Tricks. Next Level Shit. Und Aki? Fängt die alle selber zum Essen wahrscheinlich für ihr Sushi. Diese Angsthasenfische. Ha, das ist witzig, weil sie ein Hase ist. Wollen sich wohl vor einem Kräftemessen mit mir drücken. Naja. Noch eine Runde, bitte. Noch eine Runde, 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 Runde. Es gibt Biberbonkt. Fisch Nummer 1. Ein Seebarsch. Yay. Yeah. Fisch Nummer 2. Ein Seebarsch. Yay. Yeah. Fisch Nummer 3 wird ein... Vielleicht ein Seepferdchen. Das wäre mal wieder was Neues. Also bisher hatte ich auf jeden Fall ziemlich Glück mit den neuen Fischen. Ja, es ist tatsächlich ein Seepferdchen. Was? Lol, ich bin einfach ein Wahrsager. Vielleicht sollte ich meine Berufswahl nochmal überdenken. Fisch Nummer 4. Eine Schmerle, glaube ich. Bachschmerle, genau. Schmeckt gut. Ja, lecker, schmecker. Oh, dieser Köder. Mm. Nee, ein... Keine Ahnung, was? Ein Döbel? Hatte ich, glaube ich, auch noch nie. Alles klar. Fisch Nummer 6. Oh, das ist dieser Nemo-Fisch. Ein Paletten-Doktorfisch, genau. Eine Dori. Nice, der ist auch neu. Wie viele neue Fische ich hier heute bekommen? Okay, ist aber auch kein Wunder, weil ich einfach seit April wirklich nicht mehr gefischt habe. Oh mein Gott, Fisch Nummer 7. Ich kriege hier viel mehr Fische als mit den... Was bist du denn, eine Makrele? Achso. Ich weiß gar nicht, ob ich eine normale Makrele schon mal hatte. Ohne Köder fange ich hier tatsächlich gerade mehr als mit den Ködern. Come on, kriege ich... Nein, kriege ich Fisch Nummer 8 bitte noch? Warte. Nein, RIP. Ich fange den trotzdem, mir egal. Das ist ein Fetter. Das ist bestimmt kein Seebarsch. Oh, nein. Es ist einfach ein Riemenfisch. Kann ich den Riemenfisch jetzt hier einfach reinpacken? Der zählt jetzt nicht. Jetzt will er den nicht haben, oder was? Ah, das ist richtig schade. Der Riemenfisch wäre nämlich, glaube ich, richtig viel gewesen. Vor allem, weil er ja mehr Geld gibt. Okay, dann gehen wir ganz kurz auf Taschenmuschel. Heißen die so? Wie heißen die Dinger? Wir gehen auf jeden Fall auf Muscheljagd. Da! Immer wenn da irgendwas aus dem Sand rausspritzt. Teppichmuschel, genau, so heißen die.
Taschenmuschel ist was anderes. Ja, aber wenn da so Zeug aus dem Sand rauskommt, dann könnt ihr da graben und da sind dann Taschenmuscheln drin. Manchmal auch anderes Zeug, zum Beispiel wenn Gulliver da ist. Können da auch diese komischen Ersatzteile sein. Aber ich möchte jetzt gerade diese Taschenmuscheln haben. Nee, Teppichmuscheln, what the fuck. Und wenn ihr auf Teppichmuscheln jagt seid, dann am besten nicht laufen, weil man sieht die immer ganz schlecht, wenn man läuft. Also ich tippel immer nur so B ein bisschen an, damit er ein bisschen schneller läuft, aber halt nicht permanent läuft. Übrigens auch mein Trick bei den Fischen, da kann man auch immer so ein bisschen laufen und dann verschwinden die nämlich nicht, aber man ist halt schneller unterwegs, als wenn man einfach nur so rumläuft. Ah, man hätte die Teppichmuscheln eigentlich schon davor farmen sollen, ne? Wenn man schon wusste, man wusste ja, dass das Angelturnier jetzt am Samstag ist, hätte man eigentlich die ganze Woche schon Teppichmuscheln farmen können. Na egal, mit den Teppichmuscheln kann man jedenfalls pro Teppichmuschel einen Köder herstellen. Für jeden Köder kriegt man dann halt am Ende einen Fisch da, wo man gerade steht. Obwohl das jetzt natürlich wahrscheinlich mehr Zeit kostet, die zu suchen und herzustellen, als wenn ich einfach die ganze Zeit angeln würde. Und noch eine Runde. Ja. Schneller. Ich habe keine Zeit, du kleiner Fisch. Ein Guppi. Nee, Döbel. Ach ja. Guppi ist, glaube ich, breiter. Na, dann nutze ich das lieber hier im Fluss. Da ist es einfacher. Ein Arsch. Noch ein Döbel. Eine Bachschmerle. 11.000 Sternis. Okay, das lohnt wenigstens. Also für Money machen ist das echt ein gutes Event. Aber lass mal gucken. Wir haben jetzt schon ein paar Punkte. Können wir davon irgendwas kaufen? Wir haben 33. Ugh. Ein Drittel von dem Bronze-Symbol. Dann wünsche mir Befehl. Oh, wir kriegen einfach irgendwas? Müssen wir unsere Punkte gar nicht eintauschen? Ein Dörrfisch. Exklusiv erhältlich bei Lobeus. Ein Verpünktchen hättest du noch, ob ich dich da nicht mit einem weiteren Preis ködern könnte? Klar, ziehen wir es durch. Eine Anglertasche. Ich habe noch mehr Punkte. Ja, ziehen wir es durch. Okay, ich glaube, dann kriegt man für alle 10 Punkte immer irgendwas. Hey, da habe ich denn jetzt schon den Fischstab bekommen? Wait, what? Ach, das ist nur der Verkaufspreis. Ich bin dumm. Also ich habe ja im Internet nachgeguckt, was es so gibt. Und da stand beim Fischstab 1500. Ich dachte, man braucht 1500 Punkte. Aber es ist nur der Verkaufspreis. Man kriegt 1500 Sternis. Geil, dann habe ich ja jetzt schon den Fischstab. Den wollte ich auf jeden Fall haben. Guckt ihn euch an. Der ist so süß. Und der macht halt genau dasselbe wie alle anderen Stäbe. Aber der ist ja viel knuffiger. Ich glaube, ich nehme den jetzt statt dem Bambusstab. Wie sieht der Fisch aus? Was zum Grillen, oder? Ja, ach so, sowas. Das ist Dörrfisch. Okay. Hübsch. Auf jeden Fall. Geil, jetzt habe ich hier so einen Fischlolli. Das finde ich richtig gut. Ja, aber mehr ist das quasi gar nicht, das Angler-Turnier. Ich muss jetzt leider Kaffee trinken. Meine Oma hat halt Vorrang, Leute. Deswegen heute eine kurze Folge, wo wir auch wirklich nur gefischt haben. Morgen zeige ich euch dann, was ich hier wirklich gebaut habe. Oder so. Und ich werde heute auch noch ein bisschen fischen. Ich hoffe, ich kriege das noch irgendwie hin nebenbei, während ich mit meiner Oma feiere. Ja, und ich hoffe einfach, ich kriege diese 300. Also wichtig für euch zu wissen, 100 Punkte kriegt ihr den Bronze-Button, 200 Punkte den Silber-Button und 300 Punkte den Gold-Button. Also wenn ihr das meiste hier rausholen wollt, dann also mindestens 300 Punkte solltet ihr angeln. Ich wollte gerade sehr schlau sein und habe mir hier ein paar mehr Wasserflächen gemacht, sodass ich einfach immer nur hier rumlaufen muss um das Rathaus. Und ich habe gehofft, dass da irgendwie Fische drin sind, aber es funktioniert einfach nicht. Egal wie viele Teils man hat, 2 oder 3, funktioniert nicht. Heißt, macht das nicht, Leute. Zerstört eure Insel nicht, nur um ein paar Fische zu fangen, die dann sowieso nicht kommen. Das lohnt nicht. Ach Mann. Aber dafür habe ich einen anderen guten Tipp gefunden. Und zwar, stellt euch einfach an euren Strand und werft hier Köder rein, weil die wirft da so weit draußen hin, dass man einfach stehen bleiben kann und seine Angel reinwerfen kann. Und die Fische sind einfach perfekt ausgerichtet. Fuck. Dass man die wieder fangen könnte, wenn man nicht versagt, wie ich. Meine Güte, egal was ich probiere, alles ist doof. Aber guck, die Fische spawnen richtig weit hinten, sodass man einfach nur seine Angel reinwerfen muss. Dann kriegt man die richtig easy hier raus. Geil, und das funktioniert jedes Mal. Man muss sich nur ein bisschen wieder anders hin platzieren und wieder Köder reinwerfen. Er ist wieder ganz weit hinten, ich kann einfach A spammen. Perfekt. Das ist richtig gut. Also wenn man hier richtig viele Fischköder hätte, habe ich leider nicht, hätte man das mal eine Woche früher gemacht und sich darauf vorbereitet,
Dann könnte man hier aber richtig gut angeln tatsächlich. Gut, Angel-Event ist fertig. War zum Glück nur Kuchen essen mit meiner Oma. Das heißt, ich konnte im Handheld-Modus dann weiter fischen. Ab 200 Punkte hinbekommen. Ab 300 Punkte hätte man halt die Gold-Trophäe bekommen. Habe ich leider nicht bekommen. Aber der Fischtypi hat mir schon gesagt, dass die Punkte auch bis zum nächsten Angelturnier bestehen bleiben. Das heißt, da muss ich dann jetzt nur noch so 100 Punkte machen und dann habe ich die Trophäe. Auf jeden Fall habe ich auch noch 21 Items bekommen und die wollte ich euch jetzt einmal zeigen. Habe ich mich nämlich oben eingerichtet. Und da. Waldfischzimmer sieht jetzt erstmal so aus. Toll, oder? Ich habe ganz viel Dörrfisch bekommen. Und ich habe auch dreimal dieses komische Shirt bekommen. Das habe ich jetzt zum Beispiel auch an. Und es gibt zwei Anglertaschen anscheinend. Also hier diese Anglertasche sieht halt ein bisschen anders aus als die, die ich anhab. Und aber am allergeilsten finde ich tatsächlich diesen Stab. Der ist super süß. Ja, und so sieht jetzt erst so mein Zimmer hier aus. Ich habe sogar so eine Kühltruhe bekommen. Aber ja, das sind meine Ausbeute des heutigen Tages. Wollte ich zumindest ein Zimmer neu einrichten. Ist auch schön. Könnt ihr mir mal sagen, wie viele Punkte ihr gemacht habt und was vielleicht euer Rekord war in einer Anglerrunde. Ich hatte in einer Runde tatsächlich 10, aber das habe ich auch nur einmal hinbekommen. Da muss halt wirklich alles stimmen. Naja, dann jetzt aber auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.